Juhu. Nee, das ist nicht der Treibsand. Einfach nur irgendwas. Und hier ist der Treibsand. Oh, können wir mal wieder andere Quests haben? Andere Stufen? Wir müssen noch mal mit der Stufen 50 Reihe durch sein. Eigentlich. Schau doch mal, wo ich hin soll. Ah, eins kann ich hier mal kurz machen. Mal gucken. Gacke. Boah, genau 100 mehr. 100 ein paar zerquetschte. Der Indie, die ich jetzt mache, kriegen wir. Wie viel? 40. Ja, okay. Gut. Jetzt weniger gut. Aber ich will nicht noch mal Castro machen. Nochmal Custom, habe ich keine Lust. Nee, der will nicht rennen. Will diesen Wolf haben. Aber wir haben wahrscheinlich eh kein Glück mit der Innie. Kommt noch einer online. Wahrscheinlich. Wer da rein muss. Rein will. Sagen wir so. Rein will. Hallo, Minfilia. Bitte rede nicht, bitte rede. Hier. Oh, kommt Story? Ja, nein, vielleicht? Oder ja? Oder nein? Ja? Oh, ist toller! Hast du etwas herausgefunden? Synchronisiert, sehr geil. Ja, es ist so, wie wir dachten. Die plündernden Schlangen stecken hinter dem Kristallraub. Also doch. Und hier? Irgendwelche neuen Entwicklungen? Nein, nichts Besonderes. Die Amal-Jar beschwören mit ihren restlichen Kristallen schwache Formen von Ifrit, aber das kennen wir ja schon. Auch Uriange hat weiter nichts Ungewöhnliches beobachtet. Dann liegt es auf der Hand. Was meinst du damit? Wir dachten erst, dass all die verschwundenen Kristalle auf irgendwelchen Routen zu den Amal-Jar gelangen. Aber das war ein Irrtum. Die Kristalle gingen alle übers Meer nach Wülbrand. Nach Lanosea? Aber wieso? Doch nicht die Sahagin. Ich weiß, in letzter Zeit schienen sie ungewöhnlich aktiv, aber... Ihr wollt doch nicht sagen, dass sie ihren Prima E Leviathan beschwören wollen? Doch, Minfilia. Leider.
Als wir den Vorfällen mit den Amagina-Kristallen nachgingen, deutete vieles auf eine Piratenbande als Urheber hin. Diese Spur haben wir nach Limsa verfolgt. Und als wir zusammen mit einem Spähtrupp des Mahlstroms auf Erkundung gingen, sahen wir mit eigenen Augen den Häuptling der Sahagin, die Leviathans vorbereitete. Ich habe jetzt mich die letzten und so was noch bedenklicher ist, er sprach davon, eineinhalb, zwei Stunden auf die Story konzentriert. Versucht dann noch eine letzte Indie zu machen und dann wird es wahrscheinlich auch bald Richtung Bett gehen. Befürchte ich. Diese Turbulenzen im Äther. Unglaublich. Sie bereiten also wirklich eine Beschwörung vor. Seid ihr hässlich. Es ist vollbracht. Schon bald verschlingt der Herr der Wogen die Strandfleischer. Die See wird wieder die Lispeln. Die Lispeln, ganz gewaltig, die Viecher. Ja. Er? Unsterblich? Wir haben genug gesehen. Lasst uns verschwinden. Dann geh doch schlafen, Luna. Wenn du müde bist. Aber warum nicht? Unsterblichkeit? Wenn das wirklich wahr ist. Ist alles in Ordnung mit euch beiden? Du hast es auch gesehen, nicht wahr? Der Zyklus von Werden und Vergehen. Das waren genau die Worte von Ashian Elidibus. Er muss da seine Hände im Spiel haben. Okay. Ist in Ordnung. Aber kann er dem Häuptling tatsächlich Unsterblichkeit verleihen? Admiral Melvip hat uns um unsere Unterstützung gebeten, falls die Lage außer Kontrolle gerät. Wenn Leviathan beschworen wird, sollen wir ihn bekämpfen. Vielleicht kann ich dich ja noch ein bisschen ablenken. Leviathan ist ein Prima-E. Irgendwie. Und die Lösung des Prima-E-Problems unsere Aufgabe. Wir brechen sofort nach Limsa Luminsa auf. Oh, nö. Das tust du. Das freut mich. Ich komme auch mit. Tataru, bitte halt du so lange hier die Stellung. Minfilia, ist das dein Ernst? Ja, es gibt da etwas, das ich unbedingt selbst überprüfen muss. Stimme kommt mir irgendwoher bekannt vor von Minfilia. Ich weiß noch nicht, woher. Auf die Frage nach dem Anime. Wesen der Kraft des Transzendierens. Weißt du nicht, welchen? Dann komme ich wohl auch mit. Wenn's brenzlig wird, werde ich dich beschützen. Sehr heldenhaft von dir. Oder ich dich. Vielen Dank, Tancred. Irgendein Spiel aus irgendeinem Anime. Ist etwas geschehen? Ein Prima-E droht zu erscheinen. Eorzea wird wieder und wieder von diesen Gottheiten der wilden Stämme heimgesucht. Gottheiten. Und unser Bund der Morgenröte hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Gefahr durch die Prima-E zu beseitigen. Dann möchte ich mich euch anschließen. Ich bin nicht unbewandert in der Kunst des Kampfes. Das ist das Mindeste, womit ich eure Güte erwidern kann. Vielen Dank, Yugidi. Jede Verstärkung ist uns willkommen. Du wirst sehen, dass auch Eorzea von vielen Widrigkeiten gebeutelt ist. Ja. Gerade mal, wenn sie alle erledigen darf. Ich und Millionen andere von mir. Ich will mal wieder was metzeln.
Lass dich metzeln. Kämpfen. Wo muss ich hin? Oh, okay. Sehr schön. Komm, ich bin jetzt doch noch in die Inni. Und mal sehen, wie oft ich jetzt sterbe. Lustig. Viel Spaß bei der Inni. Meinst du jetzt viel Spaß oder viel Spaß? Ich befürchte jetzt Weiteres. Oh, scheiße. Na, ganz toll. Da habe ich mir hier was ausgesucht. Luna? Jetzt bin ich auf jeden Fall wieder wach. Ich bin wieder hellwach. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Oh, Leute. Ich bin jetzt morgen beendet, wie der zurückgerannt ist. Ich kann schon nicht mehr sitzen. Ich bin nicht mehr wohin mit meinen Füßen. Ja, hin, her, hin, her, hin, her. Wie ist jetzt du langsam? Okay.
lustig. Ja, mal gucken. Also ein bisschen mache ich auf jeden Fall noch. Aber viel Spaß auf jeden Fall zum Lurk und vielleicht bis gleich. Ansonsten lesen wir uns spätestens auf Discord. Warte, so war das hell hier. Wir machen einfach die ganze Zeit den gleichen Angriff auf mehrere. Los, nein. Los, ich zurücktreten. Oh yeah. Wieder weg. Es ist nicht immer einfach, ne? Yeah.
Okay. Leicht überfordert. Okay. Und schon in der Sequenz. Jetzt soll wieder alles auf mich warten. Wie immer. Ach du Kacke. Ja, Leute, ich komme ja schon. Hi. Ja, ich bin da. Oh, aber die Musik ist geil. Aua. Nein. Oh Gott. Darf man wieder angreifen? Okay. Gut, wenn man es begriffen hat, ist gar nicht so wild. Gut. Aua. Okay.
Verstehe ich es dann doch nicht mehr. Ja. Ne? Ich verstehe. Ciao. So. Zurück. Wie viel habe ich an Vermögen jetzt? Nein! Lass mich doch im Arsch. Ich will aber nicht nochmal Custom machen. Dann habe ich nicht noch eine andere Inni. Ich. Für das Herrenhaus kriegt wieder keiner. Sowieso nicht. Alles so Sachen. Oh. Ja, gut, egal. Egal. Also, warte. Wir sollten nach Limsa, ne? Dann reisen wir nach Limsa. Ja, ich würde es gern betreten. Hallo. Gut. Ah, da bist du ja. Ich nehme an, man hat dir schon gesagt, dass die Sahagin ohne uns anfangen wollen. Sie haben sich an Sapsa Leichtplatz zusammen. Am Sapsa Leichtplatz zusammengerottet, bereiten schon aus für die Beschwörung ihres Leviathan vor. Wie können wir uns nur so grob verschätzen? Wir dachten, dass es niemals genüge, dass sie niemals genügend Kristalle dafür hätten. Aber die verfluchten plündernden Schlangen haben alles zusammengerafft, was sie in ihre gierigen Finger kriegen konnten, und die Sahagin mit mehr als genug davon beliefert. Wir müssen Limsa schützen. Der Marschstrom ist bereits mit einer großen Flotte ausgelaufen. Euer Bund bitten wir ebenfalls dringend um Unterstützung. Es besteht noch Hoffnung, dass wir die Machenschaften der Sahagin im Keim erstecken können. Aber dazu brauchen wir unbedingt eure Mithilfe. Yeah. Ich hoffe nur, ihr seid euch über die Gefährlichkeiten dieses Kampfes im Klaren. Willst du dich wirklich selbst an die Front stellen?
Ich weiß, als Anführerin des Bundes sollte ich mich, keinem unnötigen Risiko aussetzen. Ich muss mir in einer wichtigen Angelegenheit Klarheit verschaffen. Mit eurer Erlaubnis möchte auch ich euch begleiten. Ich bin diejenige, die um Hilfe bittet. Es ist nicht an mir, euch etwas zu erlauben oder nicht. Wenn du bereit bist, dann stell dich dem Biest. Die einzige Bedingung ist, dass wir unser Manöver hinreichend koordinieren. Gott, kann schon nicht mehr lesen. Wir haben bereits einen weiteren Erkundungstrupp zum Sapsa-Leichplatz geschickt. Sobald wissen wir mehr über die Lage. Du sollst nach Camp Schädeltal reisen, wo wir ein Sondereinsatzkommando eingerichtet haben. Falls der Spähtrupp schon zurück ist, lass dir von der Einsatzleiterin Sturmkapitänleutnant Falkbrüder einen Bericht geben. Okay. Machen wir. Alles klar. Warte mal, wo ist das denn? Da hinten, dann teleportieren wir uns doch dahin. Machen wir doch ganz einfach. Weil einfach ist. Einmal ganz kurz aufstehen. Oh Gott, ich krieg sonst hier gleich einen Krampf. So. Wer der Katze, wo bist du? Dann einmal in diesen Weg Richtung. Puh, ja, leicht müde bin ich echt. Ah, hier oben. Sag mal mir das doch mal. Das Ding ist einfach... So. Reparaturen. Sieht doch gut. Katze. Miau. Das ist ein Spähtrupp. Ja? Vielleicht ist Spähtrupp des Marschtrupps und Seifer abbrechen. Davon sehe ich aber überhaupt keinen. Da! Da hast du dich versteckt. Da unten. Oh, Hallöchen.
So, dann kontrollieren wir mal, wie tot ihr seid. Da hinten sind noch welche, die ich brauche. So. Mal anpassen. Bin mir zwar nicht sicher, wobei doch, ich glaube so. Unser normales Weitläufer-Bestiarium brauchen was. Okay. So, komm schon. Da oben ist noch einer. So. Wir haben zumindest bald alle durch. Da unten ist noch einer. So, aber lange mache ich glaube ich auch nicht mehr. Wenn wir natürlich cool, wenn wir Leviathan noch sehen würden, aber ich glaube, das schaffen wir nicht. Da hinten ist ein Leuchtturm. Aber cool, dass der Leuchtturm tatsächlich auch funktioniert. Da hinten war es ja nun wirklich dunkel.
Schätzchen. Wo müssen wir dafür hin? Ja, nach da hinten. Da war auch noch Stufe 50. Ja, das ist da hinten. Es ist nicht. Auf der einen Seite würde ich natürlich gerne noch weitermachen. Auf der anderen Seite dauert die nächste Quest, glaube ich, ewig. Ich glaube, wenn sie wieder in der Indie ändert. Mal schauen. Nee, ich glaube, wir hören ja auf. Ich spiele höchstens vielleicht noch.